Das ist Emily. Sie trägt eine blaue Jeans, ein T-Shirt, eine Jacke, Straßenschuhe und Schmuck. Diese Bekleidung ist in der Küche unerwünscht. Nun ersetzen wir das T-Shirt mit einem angebrachteren. Aus hygienischen Gründen ist es vorteilhafter, etwas unter der Kochjacke zu tragen. Statt der Weste zieht sie eine Kochjacke an. Die unangebrachte Hose wird mit der Kochhose ausgetauscht. Aus hygienischen Gründen bindet Emily sich die Haare zusammen. Anschließend schlüpft sie aus den Straßenschuhen in die rutschfesten, bequemen Kochschuhe. Zur eigenen Sicherheit kann man die Lasche auch über die eigenen Fersen ziehen. Nun fehlt nur noch die Kochschürze und das Geschirrtuch. Das ist Christopher. Er trägt wie zuvor Emily Alltagsbekleidung. Jetzt werden die Schuhe, der Pulli, die Hose und die Kappe. Ihre Fingernägel sind lackiert und zu lange. Die Fingernägel müssen kurz und sauber gehalten werden, damit weder Verletzungen noch Verunreinigungen der zubereiteten Speisen entstehen. Im Falle einer Verletzung muss diese sofort versorgt werden und dementsprechende hygienische Maßnahmen vorgenommen werden. Nun sind Emily und Christopher bereit zum Kochen. Emily richtet die Speise an und dekoriert sie. Durch die richtige Kochbekleidung ist den beiden eine hervorragende Speise gelungen und wünschen ihnen einen guten Appetit.